Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Alles Wichtige vom Sport erfahren Sie von Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. Schauen wir auf unsere Themen heute. China droht Taiwan. Militärmanöver proben die Einkreisung der Insel. Peking spricht von einer Warnung an separatistische Kräfte. Zerstrittene Friedensfreunde, konkurrierende Ostermärsche in zahlreichen Städten. Die Linkspartei zeigt sich zerrissen. Und Sieg gegen die Niederlande. Deutschlands Fußballfrauen freuen sich über ein glückliches 1:0 bei den Vize-Weltmeisterinnen. Der Nervenkrieg zwischen China und Taiwan geht in eine neue Runde. Nach dem Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA will China Stärke demonstrieren und startete heute Militärübungen rund um Taiwan. Offensichtlich unbeeindruckt empfängt Taiwans Präsidentin zur selben Zeit eine Delegation von amerikanischen Abgeordneten in der Hauptstadt Taipeh, was Peking als Provokation ansieht. Das chinesische Militärmanöver im Gebiet rund um Taiwan und in der Taiwanstraße, einer vielbefahrenen Schifffahrtsroute, soll noch bis übermorgen andauern. Miriam Steimer berichtet. Nirgendwo in China ist man der Taiwan-Insel so nah wie hier, auf Pingtan. Gerade einmal 140 Kilometer sind es. Viele kommen extra, um Taiwan von hier aus sehen zu können. Ich bin noch jung und hoffe, dass wir Taiwan zu meinen Lebzeiten zurückerobern werden. Denn China betrachtet das demokratische Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die Wiedervereinigung, wie er es nennt, ist das erklärte Ziel von Staatschef Xi Jinping. Ich hoffe, dass wir Taiwan auf friedliche Weise zurückgewinnen können. Die Übungen sind schließlich nur eine Art, um unsere nationale Stärke zu demonstrieren. Rund um Taiwan sieht es heute alles andere als friedlich aus. 9 chinesische Kriegsschiffe und 71 Militärflugzeuge zählt das taiwanesische Verteidigungsministerium. Die Übung will Chinas Armee als Warnung an separatistische Kräfte verstanden wissen. In der Hauptstadt von Taiwan wird sie vor allem als Bedrohung empfunden. Natürlich habe ich ein bisschen Angst. Wir sind hier auf dem Freiheitsplatz. Ich hoffe, dass wir frei bleiben, dass ich sagen und tun kann, was ich will. Die Militärmanöver werden als Reaktion gewertet auf den Besuch von Taiwans Präsidentin in den USA. Dort hatte sie sich vergangene Woche mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses getroffen. China macht die USA für die Instabilität in der Taiwanstraße verantwortlich. Die Reaktion aus Taiwan heute? Taiwan liebt Demokratie und Frieden und will seine Verantwortung in der internationalen Gemeinschaft wahrnehmen. Wir werden weiterhin mit den USA und Gleichgesinnten zusammenarbeiten, Freiheit und Demokratie verteidigen. Bis Montag will das chinesische Militär seine Manöver rund um Taiwan fortsetzen. Auch im Nahen Osten ist die Lage zurzeit angespannt wie lange nicht. Erst wurde Israel aus Gaza und dem Libanon mit Raketen beschossen. Israel antwortete mit Gegenschlägen. Gestern Abend wurde erneut ein Anschlag verübt. In Tel Aviv wurde ein italienischer Tourist getötet, 7 Menschen wurden verletzt. Ein Bericht von Michael Beverunge. Es sind verstörende Bilder von der Tel Aviver Strandpromenade, aufgezeichnet von einer Überwachungskamera. Ein Wagen wechselt plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg, erfasst Passanten und überschlägt sich. Die Polizei erschießt den Attentäter. Die Bilanz seiner Amokfahrt, 7 zum Teil schwer Verletzte, ein italienischer Urlauber stirbt. Die Opfer ausnahmslos Touristen. Der Tatort am Tag danach. Touristen und Einheimische reagieren jeweils auf ihre Weise. Man fühlt sich sicher. Und dann abends, wenn man die Nachrichten durchschaut, sieht man wieder oder hört man wieder, liest man wieder von einem Anschlag. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Auch wenn sie noch mehr Unschuldige töten, das wird nichts ändern. Die Menschen werden weiterleben und weiterhin den Strand besuchen. Der mutmaßliche Täter, ein arabischer Israeli. Während die radikal-islamische Hamas den Terroranschlag als legitim rechtfertigt, haben ihn arabisch-israelische Politiker scharf verurteilt. Gewalt gegen Bürger sei niemals zu rechtfertigen, unabhängig von Religion, Ethnie oder Nationalität. Gestern hatte es einen weiteren Anschlag mit 2 Toten gegeben. Premier Netanyahu hatte daraufhin angekündigt,
Unsere Feinde versuchen uns auszutesten, aber wieder einmal werden sie feststellen, dass wir zusammenstehen. Vereint und auf Gerechtigkeit vertrauend werden wir gemeinsam handeln und unsere Sicherheitskräfte unterstützen. Polizeikräfte sollen nun verstärkt sowie weitere Armeereservisten eingezogen werden. Seit 9 Jahren ist die Krim mittlerweile russisch besetzt. Die Befreiung der Halbinsel sei nach wie vor alternativlos, bekräftigt jetzt der ukrainische Präsident Selenskyj. Und weist damit den Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Lula zurück, für einen Frieden möglicherweise auf die Krim zu verzichten. Alle Menschen verdienten frei zu leben, sagte Selenskyj bei einem Treffen mit muslimischen Soldaten, unter ihnen auch Krim-Tataren. So wie die Ukraine die Unversehrtheit anderer Staaten schätze, verlange man auch Respekt gegenüber der eigenen Souveränität. Der Krieg in der Ukraine ist auch das zentrale Thema bei den Ostermärschen in Deutschland. Bundesweit sind auch heute wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Ihr gemeinsames Anliegen? Frieden. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnen viele ab. Sie zu beenden, forderte beispielsweise die frühere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Käßmann, in Hannover. Auch ein Großteil der Linkspartei lehnt Waffenlieferungen ab. Aber wie mit dem Ukraine-Krieg und Russland umgegangen werden soll, dazu gibt es in der Linkspartei unterschiedliche Ansichten. Mehr dazu von Markus Groß. Seit 22 Jahren gehen in Potsdam friedensbewegte Menschen auf die Straße. Zum ersten Mal organisiert die Linke ihren eigenen Ostermarsch. Sie konnte sich nicht mit dem lokalen Friedensbündnis auf einen gemeinsamen Aufruf einigen. Gekommen sind nicht viele, doch der Wunsch nach Abrüstung eint sie. Waffenlieferungen seien der falsche Weg. Wir müssen den Weg zurückfinden in die Diplomatie. Wir brauchen ökonomischen Druck, wir brauchen auch politischen Druck und wir brauchen eine Offensive der Diplomatie zusammen mit China. Als Partei stehen wir Waffenlieferungen sehr kritisch und ablehnend gegenüber, weil Waffenlieferungen, immer weitere Waffenlieferungen, natürlich die Risiken einer weiteren Eskalation, einer Ausbreitung dieses Krieges und einer Internationalisierung des Konfliktes beinhalten. Und dagegen stellen wir uns. Doch das Thema Waffenlieferung ist nicht unumstritten in der Partei. Auch nicht das Verhältnis zu Russland. In der Partei rumort es kräftig. Auf der einen Seite also Frau Wagenknecht, auf der anderen Seite, ich würde mal sagen, das Aushängeschild der Linken, der einzige Ministerpräsident, den sie stellen, Bodo Ramelow, der gegenüber Russland eine kritische Position einnimmt. Eine ganz andere Friedensdemo findet zur gleichen Zeit am Brandenburger Tor statt. Dort fordern Ukrainerinnen und Ukrainer Waffen für den Frieden. Niemand will Frieden so sehr wie Ukrainer und Ukrainerinnen. Aber wir verstehen, dass jetzt gerade können wir den Waffen nicht einfach weglegen, weil das bedeutet keinen Frieden, das bedeutet mehr Krieg. Und deswegen Waffenlieferung. In ihrer Performance sitzen die Friedenstauben in Sicherheit am gedeckten Tisch. Ein Seitenhieb auf die Friedensbewegung in Deutschland. Die Forderung nach Waffenlosigkeit sei einfach, wenn man nicht selbst betroffen ist, so die Botschaft zu Ostern. Die Ampelkoalition ringt weiter ums Geld. Denn im nächsten Bundeshaushalt klaffe eine Lücke von bis zu 18 Milliarden Euro, sagte Finanzminister Lindner der Rheinischen Post. Diese Lücke müsse durch Verzicht gestopft und jede einzelne Ausgabe beraten werden. Die Koalitionspartner SPD und Grüne reagierten reserviert. Grünen-Fraktionsvize Audretsch sagte, Priorität müssen unsere Kinder und sozialer Klimaschutz haben. In mehreren Filialen des insolvierten Konzerns Galeria Kaufhof Karstadt haben sich Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Betroffen waren insgesamt 19 Kaufhäuser in 3 Bundesländern. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die 17.000 Beschäftigten die Bezahlung nach den Flächentarifverträgen des Einzelhandels. Laut Verdi verdienen sie im Moment 15% weniger. Bundesweit sollen 47 der 129 Filialen geschlossen werden, mit einem Verlust von etwa 4.000 Arbeitsplätzen. Abtreibung gehört zu den umstrittensten Themen in den USA. Jetzt schlägt eine Gerichtsentscheidung hohe Wellen. So hat ein Bundesgericht in Texas die Zulassung einer der gängigsten Abtreibungspillen ausgesetzt, und zwar für das gesamte Land. Das US-Justizministerium legte Berufung ein und das Ganze landet wohl jetzt vor dem obersten Gerichtshof. Die Einzelheiten von Benjamin Daniel. Homosexualität bezeichnet Richter Kaczmarek als Störung, Abtreibung für ihn Teufelszeug. Der fünffache Vater und texanische Bundesrichter hat eine Entscheidung getroffen, die das ganze Land in Aufregung versetzt. Wieder mal.
Demnach soll die Abtreibungspille Mifepristone ihre Zulassung verlieren. Angeblich sei das Präparat unsicher und vor seiner Einführung nicht ausreichend durch die Arzneimittelbehörde FDA geprüft worden. Die FDA hält dagegen. 4 Jahre lang habe man das Medikament getestet. 99% der Frauen hätten keinerlei Nebenwirkungen. Die US-Regierung hat bereits eine Berufung angestrengt. Der Präsident und ich stehen an der Seite der amerikanischen Frauen. Wir werden alles dafür tun, dass Frauen die Möglichkeit haben, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn es um ihre Gesundheit und Reproduktion geht. Mehr als die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche werden in den USA medikamentös eingeleitet. Nachdem der Supreme Court im letzten Jahr das bundesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben hatte, sind Abtreibungspillen für viele Amerikanerinnen der letzte Ausweg aus einer Notlage. Konservative Kräfte versuchen nun, das Vertrauen in die Zulassungsbehörde FDA zu erschüttern. Es ist ermutigend, dass sich die Bundesjustiz endlich mit der Zulassung von Mifepristone auseinandersetzt und die FDA in Verantwortung nimmt. Ein anderer Richter im Bundesstaat Washington urteilte hingegen, dass die Pille doch sicher sei. Und so rechnen Beobachter damit, dass sich bald der oberste Gerichtshof mit dem Streit beschäftigen könnte. Zurück nach Deutschland. Da nutzen viele die Feiertage über Ostern für eine Auszeit. Endlich mal raus aus dem Alltag, verreisen, durchschnaufen. Spätestens beim Blick auf die Preise aber ist der Urlaub schon nicht mehr ganz so unbekümmert. Denn die Inflation hinterlässt auch am Strand ihre Spuren. Anne Stadtfeld war für uns in Warnemünde. Mit dem Osterfest startet die Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern. Ostsee und Sonnenschein locken die ersten Urlauber. Besonders an die Küste, wie hier in Rostock-Warnemünde. Letzte Handgriffe in der Restaurantküche von Carsten Loll. Dann kann das Mittagsgeschäft beginnen. Aber dem Gastronomen machen die stark gestiegenen Stromkosten zu schaffen. Man darf es aber nicht nur runterbrechen auf die Energiekosten. Man muss wirklich auch die Warenbeschaffung, die Warenverfügbarkeit, Personalkosten, alles sehen. Seine Ausgaben sind um bis zu 30% gestiegen. Deshalb hat er eine Energiepauschale eingeführt. 1,80 Euro muss jeder Gast zusätzlich zahlen. Entlang der Ostseeküste haben Hoteliers und Gastronomen vielerorts an der Preisschraube gedreht. In Restaurants müssen Gäste bis zu 19% mehr bezahlen. Für einige so unangenehm wie ein Sprung ins kalte Wasser. Teilweise bin ich der Meinung, ist das auch überspitzt. Man schaut auf die Preise und sucht sich dann das Günstigste raus. Wenn ich darauf achten muss und gucken muss, wo wie was ist, dann finde ich, braucht man nicht in Urlaub fahren. Auch Freizeiteinrichtungen wie der Zoo in Rostock sind teurer geworden, wegen Inflation und gestiegenen Kosten für Tierfutter. Die Tageskarte für Erwachsene kostete vor einem Jahr noch 17,50 Euro, jetzt 23,50 Euro. Wir finanzieren über die Einnahmen der Eintrittspreise unsere Betriebskosten, dann die Versorgung der seltenen und zum Teil hochbedrohten Tierarten. Höhere Preise, aber gleichzeitig müssen sich Urlauber auf weniger Service einstellen durch Fachkräftemangel. Eingeschränkte Öffnungszeiten und mehr Ruhetage sind die Folgen. Insgesamt geht das Ostergeschäft leicht zurück. Die Branche rechnet mit 8% weniger Auslastung. Und jetzt kommen wir zum Sport. Da freuen sich Deutschlands Fußballfrauen ja über den ersten Sieg des Jahres, Rudi. Genau, und zwar in einem sogenannten Prestigeduell. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg gewann bei den Vize-Weltmeisterinnen in den Niederlanden mit 1:0. Es war das erste von 2 Testspielen rund um die Ostertage. Ein glücklicher Sieg, 108 Tage vor Beginn der WM. Sydney Lohmann erzielt das Tor des Abends nach einer Standardsituation. Ecke Clara Bühl, schwache Verteidigung der Niederlande, das Siegtor in der 53. Minute, trotz Chancenplus der Niederländerin. Ich muss meinen Kopf eigentlich nur noch hinhalten. Da sind wir immer gefährlich, das zeichnet uns noch aus. Und deswegen ist es trotzdem schön, auch so ein Spiel ein Stück weit dreckig zu gewinnen. Denn es spielt vor allem ein Team Oranje. Mit Merle Frohms und nach der Pause an Katrin Berger hat die DFB-Elf aber schon starke Torhüterinnen in WM-Form. Laura Freigang verpasst kurz vor Schluss den 2. Treffer für Deutschland. Ich bin froh, dass uns die Niederlande einfach auch vor Probleme gestellt hat, weil daraus können wir lernen. Nächste Gelegenheit am Dienstag gegen Brasilien. Und in der Fußball-Bundesliga der Männer ist Bayern München die Pokalrevanche gegen SC Freiburg geglückt. 4 Tage nach dem Aus im Viertelfinale siegten die Bayern diesmal in Freiburg mit 1:0. Hier sind die Samstagsergebnisse. Matthijs de Ligt erzielt den Siegtreffer für die Bayern.
Dortmund, Union Berlin 2:1, Leverkusen, Frankfurt 3:1, Mainz, Werder Bremen 2:2, Augsburg, Köln 1:3 und das Abendspiel Hertha gegen Leipzig ausführlich bei uns im aktuellen Sportstudio. In der Tabelle bleibt Dortmund mit 2 Punkten Rückstand erster Verfolger der Bayern. Keine Veränderung bis Platz 5, Leverkusen jetzt vor Eintracht Frankfurt. Die zweite Hälfte beginnt mit Gladbach. Köln zieht an Augsburg vorbei. Schalke und Stuttgart auf den direkten Abstiegsplätzen 17 und 18 spielen aber beide noch morgen. Alles zum Spieltag wie gewohnt bei uns im aktuellen Sportstudio von 23 Uhr an. Gast im Studio Werder Bremens Trainer Ole Werner. Und Deutschlands Eishockeyfrauen haben bei der WM in Kanada eine erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach dem überragenden 6:2 Auftakt gegen Schweden verlor die Auswahl mit 0:3 gegen Finnland. Die Deutschen stemmen sich gegen die Niederlage, doch die Finninnen zeigen sich als das erwartet starke Top-Team. Technisch überlegen und treffsicher. Rosa Lindstedt und nicht mal 3 Minuten später Emilia Fesa. Finnland 2:0 in Führung nach dem ersten Drittel. Im Mitteldrittel Laura Kluge mit der besten Gelegenheit für die DEB-Frauen. Die Tore macht Finnland. Vivi Vainaka umkurvt erst das deutsche Tor und trifft dann zum 3:0. In der Nacht zu Ostermontag das nächste Gruppenspiel gegen Frankreich. Die deutsche Reiterin Jessica von Bredow-Werndl hat erneut mit einer Glanzleistung das Finale im Dressur-Weltcup gewonnen. Dank einer perfekt abgestimmten Choreografie gewann die Olympiasiegerin auf ihrer Stute Dallera die Kür in Omaha, USA. Isabel Wertz wurde mit ihrem Hengst Qantas Dritte. Und das war's, Jana. Dankeschön, Rudi. Heute vor 50 Jahren ist einer der größten Maler aller Zeiten gestorben, Pablo Picasso, der Schöpfer unter anderem der berühmten Friedenstaube. Was er mit dem Pinsel kreierte, schafft der Italiener Dario Gambarin mit dem Traktor. Der Aktionskünstler mäht immer wieder Motive ins Feld, wie hier in der Provinz Verona. Zu dem Riesenporträt inspiriert habe ihn ein Selbstbildnis des spanischen Künstlers aus dem Jahr 1907. Picasso wurde übrigens 91 Jahre alt. Das Wetter über Ostern wird für die meisten sonnig und mild. Die Einzelheiten hat gleich Katja Hornefer für Sie. Das Heute-Journal können Sie heute um 22.45 Uhr sehen, moderiert von Christian Sievers. Schönen Samstagabend noch. Guten Abend. Das war ja in den vergangenen Tagen ziemlich frisch. Es wird sich jetzt aber über die Osterfeiertage ändern. Vorerst gab es ja einen Wind aus östlichen Richtungen. Jetzt aber dreht die Strömung auf Süd bis Südwest. Und erst in der Nacht auf Dienstag beendet dann diese Kaltfront das sonnige und milde Intermezzo. Heute Nacht fällt am Alpenrand noch etwas Regen. Sonst ist es häufig nur locker bewölkt, nur es bildet sich Nebel. Unter den etwas dichteren Wolken im Westen und im Norden sinken die Temperaturen auf 6 bis 2 Grad. Sonst geht es auf plus 1 bis minus 1 Grad runter. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 9 Grad an den Alpen und 16 Grad am Oberrhein oder auch im Emsland. Und allenfalls ganz im Osten ist ein kleines bisschen Regen nicht ganz ausgeschlossen. Sonst muss sich erst Nebel und Hochnebel auflösen und dann zeigt sich häufiger mal die Sonne bei Ost-Südostwind. Der Ostermontag dann aber bringt strahlenden Sonnenschein, besonders in der Mitte und im Süden Deutschlands. Und mit Südwind klettern die Temperaturen am Oberrhein bis 19 Grad. Das sollten Sie ausnutzen, denn schon ab Dienstag wird es deutlich wechselhafter, regnerischer, zum Teil auch mit Gewittern und wieder kühler. Frohe Ostern!